Liebe Freunde von Ort und Wort, heute geht es ins Syrerland. Unsere Kooperation mit dem Kulturzentrum der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern zum Themenjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland führt uns in das nordöstlich von Palästina gelegene Land der biblischen Aramäer. Begleitet werden wir von dem Orientalisten und Dichter Friedrich Rückert aus Unterfranken und dem jüdischen Zeichner Ephraim Moses Lilien aus Galizien, heute Ukraine. Der Zeichner, Radierer und Fotograf Ephraim Moses Lilien ist schon 1925 im Alter von 51 Jahren gestorben. Vorher hatte er versucht, den Zionismus künstlerisch zu verwirklichen und hatte dafür auch anstrengende Reisen nach Palästina auf sich genommen. Den fleißigen Illustrator nannte Stefan Zweig in der ersten Lilienmonographie 1903 stimmig den Dichter mit dem Zeichenstift. Das passt auch gut zu dieser Radierung aus dem Jahr 1909. Es ging ein Mann im Syrerland. Die berühmte Parabel aus dem Nachlass Friedrich Rückerts gehörte einst zum deutschen Bildungsgut. Es reichte daher, dass der Künstler als Titel für seine Radierung mit dem Mann, der sein Kamel am Halfterband zieht, nur den Eingangsvers, es ging ein Mann im Syrerland, zitierte und jeder war im Bilde. Verstärkt wurde dieser Bezug noch durch die Rückert-Lieder, die Gustav Mahler vertont und 1905 in Wien uraufgeführt hatte. Und wenn wir nun die Parabel vom Mann im Syrerland hören und mit der Radierung in Verbindung bringen, dann hören wir vielleicht ein wenig auch die Musikalität heraus, die uns diese Geschichte so anschaulich nahe bringt. Es ging ein Mann im Syrerland, führt ein Kamel am Halfterband, das Tier mit grimmigen Gebärden urplötzlich anfing scheu zu werden und tat so ganz entsetzlich schnaufen, der Führer vor ihm musst entlaufen. Er lief und einen Brunnen sah von ungefähr am Wege da. Das Tier hört er im Rücken schnauben, das musst ihm die Besinnung rauben. Er in den Schacht des Brunnens kroch. Er stürzte nicht, er schwebte noch, gewachsen war ein Brombeerstrauch aus des geborstenen Brunnens Bauch, daran der Mann sich fest tat klammern und seinen Zustand drauf bejammern. Er blickte in die Höh und sah dort das Kamelhaupt, furchtbar nah, das ihn wollt oben fassen wieder, dann blickte er in den Brunnen nieder, da sah am Grund er einen Drachen aufgähnen mit entsperrtem Rachen, der drunten ihn verschlingen wollte, wenn er hinunterfallen sollte. So schwebend in der beiden Mitte, da sah der Arme noch das dritte, wo in die Mauerspalte ging, des Sträuchleins Wurzel dran erhing, da sah er still ein Mäusepaar, schwarz eine, weiß die andere war. Er sah die Schwarze mit der Weißen abwechselnd an der Wurzel beißen, sie nagten, zausten, gruben, wühlten, die Erd ab von der Wurzel spülten und wie sie rieselnd niederran, der Drach im Grund aufblickte dann, zu sehen, wie bald mit seiner Bürde der Strauch entwurzelt fallen würde. Der Mann in Angst und Furcht und Not umstellt, umlagert und umdroht, im Stand des jammerhaften Schwebens sah sich nach Rettung um vergebens, und da er also um sich blickte, sah er ein Zweiglein, welches nickte vom Brombeerstrauch mit reifen Beeren. Da konnte doch der Lust nicht wehren. Er sah nicht des Kameles Wut und nicht den Drachen in der Flut und nicht der Mäuse Tückespiel, als ihm die Bär ins Auge fiel. Er ließ das Tier von oben rauschen und unter sich den Drachen lauschen und neben sich die Mäuse nagen, griff nach den Bärlein mit Behagen, sie deuchten ihm zu essen gut, aß Bär auf Bärlein Wohlgemut
und durch die Süßigkeit im Essen war alle seine Furcht vergessen. Du fragst, wer ist der töricht Mann, der so die Furcht vergessen kann? So wiss, o Freund, der Mann bist du. Vernimm die Deutung auch dazu. Es ist der Drach im Brunnengrund, des Todes aufgesperrter Schlund. Und das Kamel, das oben droht, es ist des Lebens Angst und Not. Du bist's, der zwischen Tod und Leben am grünen Strauch der Welt musst schweben. Die beiden so die Wurzel nagen, dich samt den Zweigen, die sie tragen, zu liefern in des Todes Macht. Die Mäuse heißen Tag und Nacht. Es nagt die Schwarze, wohl verborgen, vom Abend heimlich bis zum Morgen. Es nagt vom Morgen bis zum Abend die weiße Wurzel untergrabend, und zwischen diesem Graus und Wust lockt dich die Beere Sinnenlust, dass du Kamel die Lebensnot, dass du im Grund den Drachen tot, dass du die Mäuse Tag und Nacht vergissest und auf nichts hast Acht, als dass du recht viel Bärlein haschest, aus Grabes Brunnenritzen naschest. Mit dieser zeitlosen Mahnung wünsche ich Ihnen und uns allen Freude und Zuversicht für die nächste Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Leben Sie wohl!